Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier immer noch, wo muss ich hin? Muss ich da runter? Wir sind immer noch hier für die Crimson Fleet unterwegs, wie soll ich sagen? Hier sind wir... Auf der Station hat sich einiges geändert. Kommandant Tara macht sich gut dafür, dass sie so spontan übernehmen musste. Darf ich jetzt mal was sagen? Transponderdaten aus dem Jaffa-System abzufangen könnte gut funktionieren. Ich komme hier nicht zu Wort, wie ich sehe. Also verdoppeln sich die Wirksamkeit und das Risiko. Aber das sagen wir Commander Natara nicht. Hey, wer bist du? Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? So, jetzt kann ich hier endlich reden. Ja, wir sind hier immer noch das Ding hier am Infiltrieren. So undercover bei der Crimson Fleet. Und sind für die Crimson Fleet jetzt hier bei den UCs und so einen Teil da wollen wir versuchen zu klauen. Ich bin vom Sicherheitsteam. Ich bin hier, um den Comspike zu holen. Den Comspike? Den kann ich dir nicht einfach geben. Es ist ein Schiffsmodul. Es ist an einem Prototyp in einer Docking-Schleuse installiert. Wir testen gerade noch die Entschlüsselung verschiedenster Signaltypen, aber die Ergebnisse sind schon jetzt sehr vielversprechend. Das Modul kann sogar bei der Übertragung verlorene Daten interpolieren. Es ist wirklich erstaunlich. Okay, mit so einer Entschlüsselung kann das Militär viel anfangen. Klar haben die UC Interesse daran. Es ist nicht vergleichbar mit dem Knacken der Enigma, aber die taktischen Vorteile liegen auf der Hand. Wir werden alles schlussfolgern können, von Schlachtplänen bis hin zu Essensgewohnheiten. Nicht, dass uns so etwas interessiert, außer es geht um die Auswirkungen von Ernährung auf Kampfbereitschaft. Und ja, es müssen noch einige Mängel behoben werden, fehlende Teile und die eine oder andere traumatische Verletzung. Aber das ist alles Teil des Abenteuers. Klingt, als wäre das noch nicht ganz fertig. Flot wäre was für mich. Ich liebe Abenteuer. Sag mir einfach, wo das verdammte Ding ist. Ein Schiff ist perfekt. Ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Klingt, als wäre es noch nicht ganz fertig. Es ist fertig. Die Inferenzphase ist schon längst vorbei. Statistische Modelle haben Grenzen. Und jetzt, da wir die Mängel behoben haben... wird es Zeit, dass das System von Piloten aus Fleisch und Blut getestet wird. Die Art, die auch bereit ist, ein notwendiges Opfer zu bringen. Was ich sagen will, ich habe ein ganzes Geschwader dieser tapferen und furchtlosen Marines für die Station angefordert. Sie machen einen letzten Test mit dem Prototyp und wenn es nur minimale Verluste gibt, zeigen wir dem Mast unsere Ergebnisse. Hyon hintergehen, keine Zeit. Der Captain der Jade Spawn versucht, den Comspike zu stehlen. Muss das Prototyp-Schiff sofort sichern. Zeug, ich gehöre eigentlich zum neuen Testflugpersonal. Komm, ich versuche den Typen zu überzeugen. Großartig, das war flott. Der Antrag ging doch erst heute Morgen raus. Sonst wird meinen Anträgen nicht so viel Beachtung geschenkt und nicht so schnell. Das ist irgendwie verdächtig. Es geht nicht um die aktuelle Anfrage, sondern um eine ältere. Wir haben keine Zeit für sowas. Ich sage doch, es ist ein Notfall. Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, dieses Schiff persönlich zu fliegen. Ein ziemlich hohes Tier hat einen Gefallen eingefordert. Versucht den hier mal. Commander Natara hat mir nie einen Gefallen getan. Verdammt. Warum würde sie jetzt damit anfangen? Du hast es selbst gesagt, ihr braucht Piloten. Einem geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul. Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, dieses Schiff persönlich zu fliegen. Verstehe. Wäre nett, wenn Sie mir auch Bescheid sagen würden. Immerhin bin ich der Projektleiter. Ich bin Testpilot. Warum sollte ich sonst hier sein? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich sage doch, es ist ein Notfall. Ich bin Testpilot. Das ist ein gutes Argument. Wir haben, laut Commander sind meine Papiere in Ordnung. Du hast es selbst gesagt, ihr braucht Piloten. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Den Spruch kenne ich nicht. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen, aber nach dem, was ich gelesen habe, sind sie sehr schlechte Piloten. Tut mir leid, aber ich glaub dir nicht. Wenn es sonst nichts weiter gibt, ich muss ein Schild in Auftrag geben. Ah, verdammt.
Na gut, auf und davon, wie es so schön heißt. Ich will Dingens hier nicht verraten, ne? Kann ich ihn nochmal überzeugen versuchen? Kenn ich dich? Bist du hier, um den Comspike zu fliegen? Ah, verdammt. Na gut, auf und davon, wie es so schön heißt. Okay, ihn kann ich, warte mal. Wenn ich hier jetzt die Tür zumache. Er sieht mich jetzt. Wenn ich hinter ihm gehe. Kann ich... Ich kann keinen Taschendiebstahl machen, ne? Kann er nicht aufstehen? Ey, aus dem Weg, Sarah. Wieso? Versuch's mal auf diese Art. Status. Abgeschlossen. Updates. Stiehl eine Schlüsselkarte zu. Ah, okay. Sarah, was soll das? Was macht die da? Kann ich mit ihm nochmal reden? Warum hat er sich eigentlich da hingesetzt? Kenne ich dich? Bist du hier, um den Comspike zu fliegen? Ja, bin ich, aber Na gut, auf und davon, wie es so schön heißt. Was hat er jetzt davor? Warte mal, jetzt hast du schon wieder automatisch gespeichert. Stiehl eine Schlüsselkarte zur Docking Station. Ich kann keinen Taschendiebstahl machen, ne? Verdammt, jetzt habe ich ein Problem, wenn ich keinen Taschendiebstahl machen kann. So. Hier, Dieb. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Kann ich nochmal laden? Wird den hier machen. Mal gucken. Ich habe das jetzt einmal verkackt. Ihr würdet das nochmal versuchen wollen. Ach nö. Ja. Ja, das... Allerdings ein Aber, wie es aussieht, du steckst aber nicht fest als Mitglied der... Das kennen wir ja alle schon. Du bist weit gekommen. Es war mir eine Ehre. Viel Glück. Wenn du lebend daraus... Ach stimmt, jetzt sind wir wieder... Okay, ich dachte schon, ich werde zu weit zurückgeladen. Aber dann gehen wir mal hier runter. Jetzt versuche ich das noch einmal. Habe gehört, dass das Team Testpilot braucht. So. Ich versuch's nochmal von ihm. Transponderdaten aus dem Jafar-System abzufangen könnte gut funktionieren. Hey, wer bist du? Was tust du hier? Hast du das Schild nicht gesehen? Ich bin vom Sicherheitsteam. Ich bin hier, um den Comspike zu. Ich bin für. Brauche Zugang zu dem Gerät. Meinst du nicht Zugang zum Schiff? Der Comspike ist kein Gerät, das ist ein Modul. Es ist an einem Prototyp in einer Docking-Schleuse installiert. Wir testen gerade noch die Entschlüsselung verschiedenster Signaltypen, aber die Ergebnisse sind schon jetzt sehr vielversprechend.
Das Modul kann sogar bei der Übertragung verlorene Daten interpolieren. Es ist wirklich erstaunlich. Ja, Es ist nicht vergleichbar mit... Wir werden alle nicht das uns... Ich versuche nochmal mit den Überzeugen. Pilot wäre was... sag mir einfach, wo das verdammt... ein Schiff ist perfekt. Ich kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, das könntest du. Aber warum solltest du Fliegen töten wollen? Das ist doch unnötig grausam, oder? Aber das könnte dich zur idealen Person für einen Testflug machen. Was ich sagen will, ich habe ein ganzes Geschwader dieser tapferen und furchtlosen Marines für die Station angefordert. Sie machen einen letzten Test mit dem Prototyp und wenn es nur minimale Verluste gibt, zeigen wir dem Mast unsere Ergebnisse. Okay, ich gehöre eigentlich zum neuen Testflugpersonal. Großartig, das war flott. Der Antrag ging doch erst heute Morgen raus. Sonst wird meinen Anträgen nicht so viel Beachtung geschenkt und nicht so schnell. Das ist irgendwie verdächtig. Ich bin Testpilot, warum sollte ich lügen? Nicht sicher, ob das Beweis genug ist. Hör auf deinen Bauch. Ich sehe aus wie ein Pilot und rede auch so, oder? Ergo? Wir haben kein... Die Gründe sind geheim, aber ich wurde gebeten, dieses Schiff persönlich zu fliegen. Verstehe. Wäre nett, wenn Sie mir auch Bescheid sagen würden. Immerhin bin ich der Projektleiter. So. Mach mal den hier. Das stimmt. Laut Commander sind meine Papiere in Ordnung. Ein ziemlich hohes... Commander Natara, sagst du? Naja, wir wollen sie nicht wütend machen. Sie ist furchterregend. Na gut, du hast mich überzeugt. Willkommen bei der Testfliegerei. Nice. Du brauchst eine Uniform und ein Passwort zum Autorisieren eines Flugs. Dann musst du noch Nataras lästige Kontrollpunkte passieren. Die Uniform bekommst du im Umkleidebereich. Das Passwort erhältst du von mir. Das Prototypschiff ist in Andockbucht 8. Mit dem Passwort erhältst du Zugang zu den Flugterminals im Kontrollzentrum. Und natürlich wünsche ich dir viel Glück. Du erweist der Wissenschaft mit deinem Opfer einen großen Dienst. Okay, nice. Okay, also Umkleideraum. Kriege ich jetzt eine neue Uniform? Ist das hier? Anzug SY, also SY 920 Pilot. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Und da hinten nochmal. Wo muss ich lang? Da lang? Okay, ich muss schon. Ich muss hier durch. Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier durchzugehen. Gibt es da noch einen anderen Weg dahin? Hier. Dies wird woanders freigeschaltet. Es ruckelt aber auch viel gerade, das Spiel. Warte mal, ich mache hier nochmal schnell speichern. Dann will ich da nochmal durch die Luftschleuse versuchen. Hier durch die Luftschleuse meine ich. So. Okay, ich muss nach oben. Und dann hier wahrscheinlich nochmal.
So, ah, hier Docking Station 8. Die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Sogar die Kontrollpunkte haben Kontrollpunkte. Nice. Klingt doch gut, wenn die Kontrollpunkte Kontrollpunkte haben. So, und ohne jemanden hier umzulegen, haben wir das bis jetzt geschafft. Das ist schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen. Oder nicht? Wenn du startbereit bist. Jetzt kommt es ein Klasse C-Flugzeug. Also Raumschiff. Dann hätte ich ein Problem. Warte mal, hier gibt's doch... Da haben wir's. Frachtraum ist nichts drinne. Wo ist das vom Captain hier, die Dings? Die Box müsste hier sein, ne? So. Prototyp-Chef, es gibt keine Startfreigabe. Was ist hier los? Okay, ist auch ein interessantes Schiff. Abdocken. Ich riskiere. Der Start aus Technikstation 3. Alle Schiffe, sichert den Prototyp. Okay, jetzt schnell. Okay, die ballern schon. Auf nach Krux. Jetzt. Hä? Ich wollte jetzt einen Grafansprung machen, das Schloss. Hier, Dachen. Sprung. Ich habe eliminiert dieses Ziel. Schnell! Sprungantrieb aufleihen. Nein! Die UC werden den Schiff ausschlagen. Sprungsystem läuft wieder. Ja, komm. Schon, komm. Ja. Haben wir doch nur geschafft. Ich dachte schon, ist gleich vorbei. Was für eine Reise. Schalte von Graf auf Normalantrieb. Boah, ich hatte jetzt kurz gedacht, Graf ist vorbei. So. Andocken. Ganz kurz Panik gehabt. Weil die unseren Grafantrieb kaputt gemacht hatten. Das da machen wollten. Angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack. Immerhin überstanden. Ganz kurz wirklich Panik gehabt. Was für dich? Was? Was, Sarah? Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Hast du was Gutes für mich, Sarah? Hab ich tatsächlich. Hier, bitte. Antimikrobiotonikum. Okay. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. So, warte mal. Jetzt erst einmal wieder den hier ausrüsten. So, dann will ich hier... Kaidung Frontier will ich nicht. Aber den hier wieder. Die brauche ich ja nicht. So. Okay. Dann haben wir es jetzt erstmal alles wieder so wie vorher. Hallo, Neuling. Bringst du mir ein neues Spielzeug? Hm? Geh ruhig rein, so. Bring alle auf den neuesten Stand. Ab jetzt übernehmen wir. Wir sichern das Schiff für dich. Schickes Schiff hast du da mitgebracht. Wird dein ein Spaß Schiff daran rumzubasteln. Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass die jetzt bei mir hier rumstehen wird. Ich habe jetzt gedacht gehabt, erwartet gehabt, die würde irgendwie irgendwo anders. Also da bei ihr da in der Station sein.
Also, dass die noch hier rumlungern jeder würde? Jeder Captain hier hat für die Fleet Blut gelassen. Jeder. Neuling! Wieso sagen die immer so oft Neuling? Warte mal, apropos, wir können hier noch ein paar Sachen bestimmt wieder verkaufen, ne? So, wo hatten wir... Die Trade Authority, da haben wir's. Möchtest die Handelsaufsicht nehmen? Etwas, das beiden? Ja, der hat wieder 11.000, nice. So, Waffen, was haben wir hier? Randall können wir ja wieder verkaufen. Dann den Orion. Den können wir verkaufen. Das kann weg. Der kann weg. Das kann weg. Der kann weg. So Anzüge. So Kleidung. Den brauchen wir nicht. Ach komm, der kann weg. Der kann weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. So, sonst. So, haben wir... Im Schiff haben wir nichts, okay. Denk dran, wir handeln ohne Einschränkungen. Ja, alles klar. Okay, dann auf zu Neth. Die Fleet beschützt ihre Leute. Aber wer uns... Auf zu Neth, die hat doch bestimmt... also die freut sich jetzt bestimmt, davon zu hören. Klar, das Schiff muss jetzt repariert werden, aber... Nun ja. Oder vielleicht bauen die das alles auf meine Schiffe ein. Kopieren das. Ich hab Hunger. Du auch? Dann wären wir schon zu zweit. Ja. Ach nee, hier. Mit Juan. Gut zu wissen, dass Neva recht behalten hat. Endlich ein vielversprechender Neuling in der Fleet. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich muss noch viel lernen. Du warst keine große Hilfe. Ich bräuchte auch keine. Neva hat für mich gebürgt? Überrascht? Neva redet Tacheles und ist knallhart. Aber sie ist keine Maschine. Naja, ich muss noch viel lernen auf jeden Fall. Wie wir alle. Aber dir scheint es leicht zu fallen. Wie auch immer, ich glaube, ich schulde dir einen Drink. Danach zahle ich nie wieder. Wenn Delgado mit Cricks Vermächtnis recht hat, hast du mit dem Comspike schon mehr als deinen gerechten Anteil verdient. Cricks Vermächtnis ist genauso gut wie unseres. Niemand verschwendet meine Zeit. Das Vermächtnis sollte besser echt sein. Hat Delgado dich in den Comspike eingeweiht? Niemand verschwendet meine Zeit. Das Vermächtnis sollte besser echt sein. Du hast meine Gedanken gelesen. Es missfällt mir, meine Routen wegen einer alten Geschichte zu gefährden. Aber ich respektiere Delgado und glaube, dass er an etwas dran ist. Was das ist, muss ich erst noch zeigen. Die Entdeckung von Cricks Vermächtnis würde eins der größten Geheimnisse der besiedelten Systeme lüften. Ich bin schon ganz gespannt, was wir finden werden. Aber ich habe dich lange genug aufgehalten. Du hattest deinen Drink und meine Schuld ist beglichen. Zeit, Delgado die gute Nachricht zu bringen. Ja, freue ich mich drauf. Okay. Die Haie trauen sich nicht, den Schlüssel zu erobern. Mach keinen Spaß. Willst du was anfangen? Weil ich's dann beende. Was? Brauchst du was? Piratenbrigand. Ich habe keine Ahnung, was die da vor... Keine Ahnung, was die da labern. So, okay, jetzt auf zu Delgado. Der freut sich bestimmt. Wie das hier aussieht, dass der Schlüssel noch nicht auseinandergefallen ist. Ja, wundert mich auch tatsächlich. So, nach oben. Ladebildschirme auch ohne Ende haben wir hier. Diesen Weg. So, da haben wir die.
Hallo. Ich drück doch A. Jasmine meint, du hättest nicht nur den Comspike, sondern gleich ein ganzes UC-Prototyp-Schiff gebracht. Ich bin beeindruckt, Neuling. Wirklich. Der Comspike ist im Schiff verbaut. Ich hatte also nicht wirklich eine Wahl. Ich dachte mir, die Fleet könnte ein paar Ersatzteile gut gebrauchen. Wo ist mein Schiff? Zerbrich dir nicht dein hübsches Köpfchen um dein verdammtes Schiff. Es ist wieder hier, gesund und munter. Pass auf, Dell hat sich gerade mit einem Kompliment an dich fast die Zunge abgebissen. Willst du ihn jetzt so hängen lassen? Ja, der Comspike ist im Schiff verbaut. Ich hatte also nicht wirklich eine Wahl. Nimm das Kompliment einfach an, Neuling. Dell verteilt ihn nicht oft. Juan hat uns bis ins Detail über deinen kleinen Blitzeinbruch aufgeklärt. Sie hat dich ganz schön gelobt. Meinte, du wärst ein echter Profi. Und was man so hört, ist es eine ziemliche Leistung, wenn man von Huan Dayu gelobt wird. Alles in allem. Gut gemacht. Aber jetzt zurück zum Thema. Jasmine, bist du da? Ja, ich bin da, Boss. Was gibt's? Wie läuft's? Zwei Mitglieder meiner Crew nehmen bereits das Schiff auseinander. Der Comspike sollte sich problemlos ausbauen lassen. Bin schon ganz gespannt darauf, was die Techniker der UC so ausgetüftelt haben. Halt mich auf dem Laufenden. Na gut, dann bleibt nur noch das Problem mit der elektromagnetischen Atmosphäre. Und ich glaube, wir haben eine Lösung. In Neon gibt es ein Unternehmen namens Genadyne. Sie sind verantwortlich für das enorme Verteilernetz, das die Stadt mit Energie versorgt. Wenn wir ihre Elektroabsorbierungstechnologie in die Finger kriegen, kann Jasmine sie bei Bannock 4 nutzen. Ich glaube fest daran, dass Jazz die Technologie zum Laufen bringt. Ich mache mir Sorgen, dass es nur von Jazz abhängt, ob die Technologie funktionieren wird. Was ist das Verteilernetz? Ich riskiere meinen Kopf aufgrund einer Vermutung? Was ist das Verteilernetz? Das ist diese riesige Hülle über der gesamten Stadt. Großes, hässliches Ding, mit dem Genadyne Blitze absorbiert. Bestimmt wird dich dein Kontakt nach deiner Ankunft in Neon über sämtliche langweilige Details aufklären. Ich riskiere meinen Kopf aufgrund einer Vermutung? Na ja, komm. Ich glaube fest daran, dass Jazz die Technologie zum Laufen bringt. Zum Teufel, das wird sie auch. Sie kann einen Sprungantrieb mit verbundenen Augen zusammensetzen. Tatsache, ich hab's gesehen. Die Wette kam mich teuer zu stehen. Aber gut, zurück zum Thema, Neva. Warum sagst du uns nicht, wer unser Kontakt in Neon ist? Du triffst dich mit der entzückenden Estelle Vincent. Sie hat schon seit einiger Zeit ihre Finger am Puls von Neon. Egal, welche Informationen du brauchst, sie kann sie garantiert besorgen. Estelle gehört zu den verlässlichsten Captains der Fleet. Wenn ich etwas erledigt haben will, höre ich von ihr nicht den typischen Scheiß. Sie macht es und danach teilen wir die Kohle auf. Wir werden uns sicher prächtig verstehen. Das mit dem Kohleaufteilen gefällt mir. Ich hoffe, dass du mit diesem Kommentar nicht irgendwas andeuten willst. Aber wir werden uns sicher prächtig verstehen. Nein, nein, hier gibt es kein Verstehen. Du wirst alles tun, was sie sagt, ihren Befehlen bis ins Detail Folge leisten. Sie ist extrem wertvoll für die Fleet. Verärgerst du sie und wir verlieren sie als Kontakt, musst du mir Rede und Antwort stehen. Verstanden. Wir geben unser Bestes, sie nicht zu verärgern. Mach dir darum keine Sorgen. Sorg dich lieber um ihr Bankkonto. Das ist ihre Motivation. Estelle wird bei Madame Sauvage auf dich warten. Lass sie lieber nicht warten. Aber im Zweifel ist es ihr auch egal. Sie liebt ihren Schnaps. Und behalte das Ziel im Auge. Neon ist eine große Ablenkung für Leute wie uns, also konzentriere dich. Bis zu Cricks Vermächtnis ist es nicht mehr weit. Wir können uns keine Patzer leisten. Was für Patzer? Also, ich habe doch alles sauber hingekriegt. Ohne Tode, ohne Verluste. Sauber rein, sauber raus. Okay, autorisierten Start, glaube ich, wäre gar nicht möglich gewesen. Ihr habt mich allesamt gelobt, also ich... Und jetzt auf einmal diese Anfeindung, was soll denn das? Als wäre ich in den YouTube-Kommentaren. Immer diese Anfeindung hier. So, okay, egal. Ich will jetzt aber... Okay,
Okay. So, Star Eagle. Direkt im Cockpit. Dann wollen wir mal los. Wahrscheinlich müssen wir jetzt Ikambe wieder Bescheid sagen. Wer jetzt ich? Hat Barrett da was wieder für mich oder wie jetzt? Ich steig mal kurz aus. Wenn Barrett da was für mich hat, dann gehe ich mal kurz zu ihm. Wo ist er denn? Da ist er. Barrett? Schieß, lass hören. Hast du was für mich, Barrett? Ja, hier. Sieh dir das mal an. Chicken Tikka hinzugefügt. Dankeschön. Ich hatte jetzt irgendwie was anderes erwartet. Obwohl, eigentlich hätte ich nichts erwarten brauchen. So, Procyon B. Wir müssen auf jeden Fall nach Max. Da müssen wir definitiv noch irgendwann hin. Und uns da eine Basis bauen. Navigationscheck passt. Wir sind am richtigen Ort. So. Andocken. Ja, der wird sich freuen. So, Luftschleusencheck. Also der wird sich jetzt freuen, also dass ich das ohne Tote geschafft habe. Es war jetzt ein bisschen doof, dass ich da klauen musste, aber... Aber immerhin ohne Tote. Commander Ikande ist das Herz der UC Sysdev. Mir fehlt die Sonne von Jameson. So. Was Neues zu berichten? Kipp wohl. Du musst dich frei äußern. Offenbar hast du eine ziemlich ereignisreiche Mission hinter dir. Ja. Die Crimson Fleet vertraut dir immer noch. Und du konntest dabei Leben retten. Unbemerkt in die Station einzudringen war ganz schön knifflig. Das war eine UC Station. Ich dachte mir, es wäre gut, niemanden zu verletzen. Wie hat man beim Mast auf das Ganze reagiert? Du kannst es dir wahrscheinlich denken. Nicht so gut. Die Leute beim Mast in diesem Fall nicht einzuweihen, hat sich als extrem schwierig erwiesen. Aber wir haben es geschafft. Sie wissen nichts von deiner Beteiligung. Dass die SY-29-Soldaten noch leben, hat unsere Position gegenüber der obersten Führungsebene deutlich verbessert. Das war eine UC-Station. Ich dachte mir, es wäre gut, niemanden zu verletzen. Und im Namen der United Colonies und Commander Natara danke ich dir. Ich versichere dir, wir würden niemals jemanden von den UC unprovoziert verletzen, Commander. Entschuldigung, ich unterbreche ungern, aber da ist noch die Sache mit dem Comspike. Ja, natürlich, Lieutenant. Die Uhr tickt und wir sollten direkt zur Sache kommen. Gib mir deinen Bericht. Jasmine Durant arbeitet auf Delgados Befehl hin am Comspike. Ein Frachter Captain namens Huyan Dayu hat mich auf die Station gebracht. Nehmen wir sie fest. Was meinst du mit, die Uhr tickt? Mit dem Comspike ist die Fleet einen Schritt näher an Cricks Vermächtnis dran. Und je mehr Leute wir gefangen nehmen, desto höher sind die Chancen, dass du auffliegst. Wir haben einen Wettlauf gegen die Zeit. Besprechen wir den Stand der Dinge in Sachen Comspike. Ein Frachter-Captain namens Huyan Dayu hat mich auf die Station gebracht. Nehmen wir sie fest? Das hängt ganz davon ab, was du von deinem Job mitgebracht hast. Ich nehme an, du hast neben deiner Aussage auch die üblichen Beweise, die zu ihrer Inhaftierung führen könnten. Die kann ich nach Abschluss der Nachbesprechung übernehmen. Aber was ist mit der Comspike? Jasmine Durant arbeitet auf Delgados Befehl hin am Comspike. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie ihn so umgebaut hat, dass er für die Fleet taugt. Also was macht Delgado als nächstes? Hat er das Problem mit Bannock 4 schon gelöst? Er glaubt, Jenadines Verteilernetz in Neon ist der Schlüssel dazu. Das Verteilernetz? Das ist brillant.
Aber ist das auch machbar? Die Technologie ist 80 Jahre alt. Tut mir leid. Das Verteilernetz ist die Energiequelle Neons. Einfach ausgedrückt, es absorbiert Blitze und wandelt sie in nutzbare Energie um. Nur die besten Techniker könnten die Technologie so modifizieren, dass sie dem EM-Feld um Bannock 4 standhalten könnte. Jemand wie Jasmine Durant. Wenn das so ist, gib unseren Kontakten in Neon Bescheid, dass unser Agent in Kürze landen wird. Verstanden. Bevor du gehst, du solltest wissen, dass deine Bemühungen helfen, Interesse bei meinen Vorgesetzten zu wecken. Sie fangen endlich an zu glauben, dass wir die Crimson Fleet besiegen und den peinlichen Fehler der UC wiedergutmachen können. Na, freut mich. Ich freue mich, dass sie dich endlich ernst nehmen. Hoffentlich bedeutet das eine Gehaltserhöhung für mich, wenn ich so lange überlebe. Machst du dir keine Sorgen, wenn die Fleet Kriegs Vermächtnis so nahe kommt? Was für ein peinlicher Fehler. Das interessiert mich. Dass unser gemeinsamer Feind seine Existenz den United Colonies verdankt, natürlich. Der von Jasper Kriegs ausgelöste Aufstand im Schloss hat ihn überhaupt erst dazu inspiriert, die Crimson Fleet zu gründen. Dank deiner Hilfe werden wir den Fehler wieder gut machen können. Und das Mast wird einen Frontalangriff genehmigen. Okay, machst du dir keine Sorgen, wenn die Fleet Kriegs Vermächtnis so nahe kommt? Doch, aber das ist ein kalkuliertes Risiko. Wenn ich so lange überlebe. Du bist bereits so weit gekommen. Glaube kaum, dass es in der Geschichte von Systev einfallsreichere Agents gibt. Wenn wir die Fleet jetzt angreifen, haben wir vielleicht nicht die Ressourcen, um sie zu besiegen. Außerdem verfügen sie über die nötige Technologie, um zu Kriegs Vermächtnis zu gelangen. Das Klügste ist also, wenn du hingehst und sie für uns besorgst. Bestimmt erhalten wir von meinen Vorgesetzten die Unterstützung, um die Fleet zu erledigen, sobald sich Kriegs Vermächtnis in unseren Händen befindet. Na gut, ich denke, das wäre vorerst alles. Ich freue mich schon auf den nächsten Bericht. Viel Glück und sei vorsichtig. Jo, nochmal 10.000 bekommen. Okay, reden wir mit ihr nochmal. Bring alle Beweisfragmente mit, die du findest. Warum haltet ihr auf der Vigilance Gefangene, wenn ihr sie auch ins Gefängnis schicken könnt? Also, habe ich jetzt nichts Neues für sie? Wenn noch was ist, sag Bescheid. Okay, ich habe für sie nichts Neues. Du musst das geheime Tag von einer UC-Station stehlen? Hoffentlich weiß der Commander, was er tut. Ja, ich bin auch neugierig, wie das auch enden wird. So, warte mal, wo waren nochmal die Gefängnisse? Nicht hier? Hier vielleicht? Piratenbusiness läuft gut. Ich weiß jetzt nur nicht wohin. Ich will die Gefängnisse mal wieder sehen. Gucken, wen wir da schon haben. Wo waren das? Hier. Darf ich freisprechen? Gibt es einen Grund für diesen Tadel? Ich habe nur ein wenig Erde in die Arrestzelle geschleppt. Soldat, schon mal was von Fußbrand gehört? Nein, habe ich nicht. Früher sind die Wachen auf Suvorov bei ihren täglichen Patrouillen manchmal durch nasse, eiskalte Gräben gestopft. Die feuchte Kälte führte zu Durchblutungs- und Nervenschäden, alias Fußbrand. Wegen dieser Behinderung mussten sie den Dienst aussetzen. Die Sicherheit litt. Und nur, weil sie sich nicht die Zeit nahmen, ihre Füße zu trocknen. Du verstehst, worauf ich hinaus will, oder? Ja, aber mit Verlaub, wir befinden uns nicht auf einem Eisplaneten. Aber du hast nach der letzten Mission Dreck reingetragen und damit unzählige Keime in mein Gefängnis gebracht. Bekannte wie Unbekannte. Das bedroht direkt die Gesundheit und Sicherheit der Crew und damit auch die Sicherheit dieses Gefängnisses. In meinem Gefängnis ist Sauberkeit Pflicht. Also nimmst du sie besser ernst. Falls nicht, wird dich der Commander von deiner Pflicht entbinden. Jawohl. Verstanden. Okay, das war interessant anzuhören, wie der auf Dreck reagiert. Ah, hier, da ist er. Hey, Sarah. Austin Ray. Willst du wieder die Tiere im Käfig begaffen? Ja. Nimm dich in Acht vor der Fleet. Sie labern viel von Familie, aber das ist alles Bullshit. Wie er da auch einfach im Dunkeln sitzt. Wenn du
durch unser kleines Aquarium spazierst. Tipp ruhig mal auf das Glas. Einfach mal aufs Glas tippen. Ich würde mal gucken, hatte ich irgendwie noch mehr gefangen genommen gehabt? Jo, hier ihn. Larry. Ich grüße. Du bist vermutlich hier, um mein schreckliches Missgeschick zu bedauern? Ich bin hier, um alte Zeiten wieder aufleben zu lassen. Freut mich, dass du dich amüsierst. Nehm an, du sprichst von der Tatsache, dass du dich mit der Aufnahme selbst belastet hast. Ach, freut mich, dass du dich amüsierst. Amüsiert wäre nicht das Wort meiner Wahl gewesen, um meinen Gemütszustand zu beschreiben. Doch sei es drum. Tja, so ungern ich auch schlechte Nachrichten überbringe, muss ich doch offenlegen, du vergeudest deine Zeit. Dir sei gesagt, dass diese Inhaftierung lediglich ein temporäres Hindernis ist. Sie wird nicht von Dauer sein. Ich behaupte sogar, dass meine Anwälte noch vor Ende des Monats meine Freilassung erwirken werden. Das bezweifle ich sehr. Dein Ruf zu ruinieren war Strafe genug. Dich von deinem Podest zu stürzen, war es auf jeden Fall wert. Wie sollen dich deine Anwälte wieder aus diesem Schlamassel herausbringen? Ach, hätte ich nur die Zeit, dir die wundersamen Schlupflöcher des UC-Rechtssystems zu erläutern? Glaubst du, ich würde eine Unternehmung mit Miss Swist und Mr. Vera angehen, ohne zuvor eine rechtliche Exit-Strategie bereitzulegen? Ich versichere dir, ich werde nicht für einen ungebührlich langen Zeitraum auf der Vigilance inhaftiert sein. Na, das bezweifle ich sehr. So, ich versichere dir, ich sage die Wahrheit. Doch Enttäuschung ist nicht angebracht. Deinetwegen wurde mein Arbeitsverhältnis mit der Gelbank gekündigt und ich muss Strafen in Höhe von mehreren Millionen Credits zahlen. Der Tag gehört dir, Agent. Du kannst stolz sein. Mit Stolz hat das nichts zu tun. Danke für das Kompliment. Du nimmst das Ganze erstaunlich gut. Nun ja, warum auch nicht? Du hast mich zu Fall gebracht, also muss ich die Konsequenzen erdulden. Es nützt nichts, mich darüber zu beklagen. Aber genug geplaudert. Ich habe schon zu viel deiner kostbaren Zeit beansprucht. Ehrlich gesagt war diese Interaktion recht angenehm. Du darfst gern jederzeit zum Prahlen kommen. Guten Tag. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich den. So, gibt es hier noch jemanden? Die anderen beiden vielleicht? Ne, die anderen beiden sind nicht da, oder? Sarah, du bist im Weg. Oder ich sehe die zumindest nicht. Hier auf jeden Fall nicht, nur er. Oder unten? War vielleicht doch unten? Also bisher nicht. Ich habe jetzt nur zwei Verhaftete inhaftiert. Nur ihn und den Jude da oben. Hier ist unzugänglich. Keine Ahnung, was dahinter ist. Aber okay, wir machen dann mal weiter. So. Direkt in den Cockpit und los. Nach Neon müssen wir jetzt. Schon wieder. Irgendwie habe ich so mittlerweile das Gefühl, für alles, was kriminell ist, ist irgendwie Neon hier. Die Hauptstadt. Wir machen ja in letzter Zeit sehr viel, was mit Kriminalität zu tun hat, hier. Deswegen wir schon sehr oft dabei in Neon sind. Ja, viel Spaß beim Scannen. Okay, alles klar. Willkommen in Neon. Jo, danke schön.
So, nochmal zur Karte. Du kannst mit den meisten zivilen Raumschiffen handeln, indem du sie rufst. Na, müsste ich auch mal öfters machen. Tue ich irgendwie viel zu selten. Tue ich wirklich viel zu selten. Einfach mal mit irgendwen da zu telefonieren hier. Und zu handeln. Muss ich mal ausprobieren. Also nicht ausprobieren, sondern öfters machen einfach. So, apropos, wenn wir jetzt ja hier sind, will ich auch einmal gucken, hat er jetzt auch ein neues Schiff? Hier. Chefseigentümer, kann ich dir irgendwie helfen? Beziehungsweise will auch gucken, okay, kein Problem. Nach meinen Schiffen und allem. Genau, die Star Eagle, die Argonische Maid und das Gefängnis-Shuttle. Okay, hat er aber... Du findest sicher was, was dir gefällt. Hat er noch was Gutes im Angebot? Nicht den Responder. Den Falcon 2 will ich auch nicht. Starhawk, die sieht cool aus. Klasse B. Hinten ist der Eingang, wie ich es jetzt sehe. Alter, was? Wie viel Fracht hat er? 2810. Der sieht auf jeden Fall echt mega aus. Was hat er hier? Warhorse. Der gefällt mir am meisten bis jetzt. Aber für 200 Riesen und dann nur 4 Crewmitglieder, ich würde da schon gerne mehr Crewmitglieder drin haben wollen. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Ja, wir gehen da noch hin. Zu Admiral Logan. Erstmal müssen wir die Crimson Fleet hier ausschalten. So. Beeilen wir uns mal. Na los, die Scanner tun wir schon. Immer dieser Drache von Ryujin. Ryujin müssen wir auch noch irgendwann weitermachen. Obwohl wir... Wir sind ja eigentlich, was Dingens angeht, eigentlich schon so weit. Was Sicherheit angeht hier. Schlösser knacken. Ich guck nochmal. Komm, lad! Ich wollte schon sagen. Boah, das Spiel ist kurz eingefroren, sage ich jetzt mal. So, Sicherheit. Du kannst versuchen, Schlösser des Levels Experte zu hacken und 3 automatische Versuche anhäufen. Dinge werden jetzt blau, wenn der Dietrich eingesteckt werden kann. Du kannst versuchen, Schlösser des Levels Meister zu hacken. 4 automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Und setze einen Digi-Dietrich ein, um Schlüssel zu eliminieren, die für das Lösen des Rätsels nicht nötig sind. 5 automatische Versuche können für später aufgehoben werden. Okay, ich würde das aber noch auf Meister machen wollen. Und dann, sobald wir auf Meister haben, würde ich dann Ryujin weitermachen wollen. Nach oben müssen wir. Ist wie mein zweites Zuhause hier. So, Estelle. Kleine Dröhnung gefällig. Ich bin kein Tourist, also lass das Theater. Oh, das ist kein Theater.
Wenn du Aurora einsacken willst, können wir später reden. Aber da du eindeutig der Neuling von Delgado bist, lass uns erst einmal übers Geschäft reden. So sparen wir beide Zeit. Dreh um, flieg zurück zum Schlüssel und sag dem Big Boss, dass ich keine Lust auf Mätzchen habe. Wir machen den Deal, wenn er anfängt, mich ernst zu nehmen. Ich habe diese Nase allmählich ziemlich voll davon, Neuling genannt zu. Lass uns mit dem Mist aufhören und an die Arbeit gehen. Wer sagt, dass dich niemand ernst nimmt? Lass uns mit dem Mist aufhören und an die Arbeit gehen. Ist das dein Ernst? Willst du mich einfach so abblitzen lassen? Ich habe 3 Monate gebraucht, um diesen Job einzufädeln. Hat mich 2 Kontakte und eine Menge Credits gekostet. Außerdem halte ich uns die ganze Zeit Bayou vom Hals. Wenn dieser Idiot auch nur einen Hauch von Geld wittert, hängt er an dir wie ein Blutegel. Ich hatte früher zwar nicht oft mit Benjamin Bayou zu tun, aber es war eher unangenehm, vorsichtig ausgedrückt. Heul doch. Wenn du Delgado verärgern willst, indem du dich beschwerst, ist das deine Sache. Wir müssen beide tun, was uns gesagt wird. Ja, als wäre man ein Model A. Programmiere uns, zeig uns die richtige Richtung und sieh einfach zu. Ich habe nicht viel Zeit, hier rumzutun, also werde ich es so klar wie möglich machen. Wenn du die Technologie des Verteilernetzes willst, musst du sie aus Genedines Energiekern in der Unterstadt stehlen. Das klingt machbar. Über welche Anlage reden wir? Wo ist die Unterstadt? Was genau ist der Energiekern? Ah, klingt machbar. Oh, ich liebe deinen Optimismus, aber bevor du die Reißleine ziehst, muss ich noch einen kleinen Haken hinzufügen. Wenn du Genedine infiltriert hast, will ich, dass du ein Virus in ihr System einschleust. Das ist ein kleiner Nebenjob, für den du ein paar Credits kriegst. Ich glaube, du schaffst das. Ein bisschen zusätzlicher Verdienst schadet nie. Delgado hat nie etwas von einem Virus erwähnt. Kommt gar nicht in Frage. Ich bin nur hergekommen, diese Daten zu holen. Warum sollte ich das für dich tun? Ja, jetzt ehrlich, warum soll ich das tun? Der Lift geht in deinem Kopf nicht bis ganz nach oben, oder? Bei der Crimson Fleet wird vieles dadurch erreicht, dass ein stetes Geben und Nehmen herrscht. Das heißt, ich gebe dir die Info für deine wichtigen Daten erst, wenn du den Virus nimmst und ihn wie gewünscht hochlädst. Also, Delgado hat nie etwas von einem Virus erwähnt. Weil du ihn als Gefallen für mich einschleust. Genedine hat eine Menge leckerer, wertvoller Häppchen in den Datenbanken und ich will Zugang dazu. Hier. Nimm diesen Microdrive und verschaff dir Zugang zum Computer in Bryson Bayous Büro. Der Rest läuft von alleine. Ich gehe davon aus, dass ich es mit heftigen Sicherheitsvorkehrungen zu tun haben werde. Oh nein. Hast du Angst, kleines Kaninchen? Keine Angst. Ich kümmere mich drum. Genedine haben ihren Laden gut abgeriegelt. Aber wie immer liegt die Schwachstelle bei den Menschen, die dort arbeiten. Du solltest mit Ayumi Komiko anfangen, einer hochrangigen Führungskraft bei Genedine. Bekommst du ihren Sicherheitspass in die Finger, hast du freie Bahn. Ryujin Industries, ich habe einen guten Rat zu Ryujin, falls das hilft. Ryujin hat bei Genedine gar nichts zu melden. Also musst du dich mit Komiko und womöglich ihrem Freund Benjamin Bayou auseinandersetzen. Jedenfalls findest du Komiko im Euphorica. Sprich mit der Besitzerin des Ladens, Maika. Sie wird dir den richtigen Weg zeigen. Was Komiko selbst angeht, sie hat ein Büro im Trade Tower, falls du nach etwas Belastendem suchst. Der Rest liegt an dir, Neuling. Wenn du fertig bist, komm zu mir in die VIP-Kabine in der Astro Lounge, damit wir feiern können. Sieh dich vor. Benjamin Bayou hat überall Augen. Okay, bin neugierig, was da jetzt auf uns zukommt, genau. Also, Neon ist immer sehr, sehr verzweigt, sagen wir mal so. Was man da wo machen soll und alles. Website ist komplett vor die Hunde. Ja, so geht's auch. Nein, runter. Kommst du denn hier in Neon? Lebst du in der frischen Luft?
So, auf zur Abside. Hey, kommen wir nicht gerade aus der Abside? Hä? Gerade sehr verwirrend. Ach so, ich musste nur andersrum. Okay. Euphorica. Einmal in Euphorica rein. Bleib locker. So, Mika. Versteht was von Drake. Zum Entspannen? Ich bin auf der Suche nach Ayumi Komiko. Ihr Leute solltet sie in Ruhe lassen. Was wollt ihr von ihr? Ich habe einige Dokumente, die sie unterschreiben muss. Sie sind schon seit ewigen Zeiten befreundet. Das geht dich gar nichts an. Warum liegt dir so viel an Ayumi? Es geht dich zwar nichts an, aber wir stehen uns sehr nahe. Wir sind verliebt. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas Schlimmes passiert. Egal, wie viel Ärger sie sich eingebrockt hat. Ich habe nur einige Dokumente, ja, die sie unterschreiben klar. muss. Versuch's nochmal. Ihr Schuldeneintreiber seid miese Arschlöcher. Sie ist pleite, okay? Jetzt verschwinde aus meinem Club, bevor ich richtig sauer werde und dich auf die Straße werfen lasse. Oh, echt? Das würde ich gerne sehen. Crimson Fleet, ich treibe keine Schulden an. Ich bin von der... So, wer will mich rauswerfen? Du? Crimson Fleet, ich treibe keine Schulden an. Ich bin auf der... Ich bin von der Crimson Fleet. Die Crimson Fleet? Oh mein... Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Ich habe mir nichts dabei gedacht, echt. Tut mir leid. Ich mache mir halt Sorgen um sie. Ayumi hat in der Stadt eine Menge Schulden. Ich versuche, ihr zu helfen. Aber ich muss auch mein Geschäft über Wasser halten. Wenn du mit ihr reden möchtest, findest du sie in der Mitglieder-Lounge. Natürlich kostet dich der Zugang zur Lounge was. Und das wird sich auch nicht ändern. Töte Ayumi Komiko optional. Finde Beweise, mit denen du Ayumi Komiko... klingt gut, ich bin dabei. Komm. Exzellent. Hier ist dein Zugangsschlüssel. Sag bitte Bescheid, falls dich irgendwas in der Lounge stören sollte. Du bist hier stets willkommen. Ja, okay, also hier ist VIP Lounge. So, aber ich würde hier dann ab der nächsten Folge weitermachen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!